Fleischwissen ist unser Thema und in diesem Video geht es um das Roastbeef. Das Roastbeef ist ein klassisches Edelteil aus dem Rinderrücken. Der Rinderrücken wird definiert hier hinter dem Vorderviertel, rüber entlang der Wirbelsäule bis kurz vor die hintere Keule. Es gibt einen Muskelstrang links von der Wirbelsäule und es gibt einen Muskelstrang rechts von der Wirbelsäule. Ihr könnt das auch bei euch auf dem Rücken fühlen. Einen rechts, einen links. Das ist das Roastbeef. Im Rinderrücken gibt es aber nicht nur das Roastbeef, es gibt auch das Ribeye. Das wird hier im vorderen Bereich geschnitten, geht über in die Entrecote Steaks und dann hier im letzten größeren Teil das lange Roastbeef. Die Muskelfaser läuft wie meine Finger mit der Länge des Rinderrückens mit und das Roastbeef ist quasi ein großes Stück Fleisch aus dem Rinderrücken. Von der Theorie zur Praxis. Lass uns das Stück mal etwas genauer anschauen. Jetzt nicht irritiert sein. Das hier ist das Roastbeef. Das hier ist ein Rumpsteak. Was das hier zu suchen hat, erkläre ich euch gleich nochmal. Daher parken wir den erstmal hier. Schauen wir uns das Stück mal an. Wir haben einen Muskel, der bedeckt ist mit einer Fettkappe und zwischen diesem Fett und dem Fleisch, man kann es schon sehen, ist hier drunter eine kleine Sehne und da sieht man sie auch. Und es ist egal, ob es Fleisch ist für 5 Euro pro Kilo oder für 500 Euro pro Kilo, diese kleine Sehne ist immer dazwischen, unter dem Fett versteckt. Dann haben wir hier, so kennt man es üblicherweise, bekommt man es meistens im Handel. Es sieht ein bisschen wild aus, aber man kann es wunderbar frei parieren und dann hat man ein schönes freigeschnittenes Stück. Wir haben hier vorne noch eine sogenannte kleine Kette. Die gibt es auch beim Filet im Ganzen. Ihr seht es, ich kann hier vorne das fast schon von Hand abziehen. Das ist ein kleiner Muskel, der auch zart genug ist, aber wenn man das Roastbeef im Ganzen gart, dann löst es sich ohnehin meistens von alleine ab. Deswegen würde ich immer empfehlen, auch diesen Muskelstrang, diese Kette, weil die doch schon sehr durchwachsen ist, runterzunehmen und dann, nehmen wir mal das hier, das ist schon besser. Dann können wir uns das noch ein bisschen von Silberhäuten befreien. Wenn wir jetzt dieses große Stück als Steak essen wollen, schneiden wir es einfach in breite Streifen. Dafür könnt ihr mit dem Messerrücken anzeichnen, wie dick es sein soll. Beispielsweise habt ihr jetzt 5 oder 6 Gäste. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stücke und ihr denkt, oh, das kommt nicht aus auf 5. Dann wischt ihr nochmal drüber und portioniert euch dann 6 gleiche Stücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt, es passt. Und dann könnt ihr schneiden und habt gleich dicke und große Stücke. Warum ist das so wichtig, gleich große Stücke zu haben? Wenn man Steaks macht, ist immer gut. Dann hat man eine Gewährleistung, dass die alle relativ zeitgleich fertig sind beim Nachruhen vom Garpunkt her. Und ja, jetzt kommt dieses Stück wieder zum Tragen. Das hier ist eine Scheibe aus dem Roastbeef, das Rumpsteak. Wenn ich das Roastbeef in Scheiben schneide, habe ich ein Rumpsteak. Jetzt ist der Groschen gefallen. Aber auch das Roastbeef kann man wunderbar als Sonntagsbraten medium zubereiten mit Kräuterkruste oder. Wir haben dazu auch ein tolles Video gemacht. Und dafür würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, wenn ihr das im Ganzen als Braten macht, die Fettkappe hier runterzunehmen komplett. Und dann könnt ihr auch zack, zack, zack. Ich versuche das einfach nur mal anzudeuten. Und dann könnt ihr nämlich auch, wenn das Fett dann komplett runter ist, einfach hier mit dem Messer drunter gehen und diese kleine Silberhaut abschneiden. Und schneidet das ganze Stück dann komplett frei. Jetzt sagt ihr vielleicht, dieses Stück sieht ja von der Fleischfarbe
und von der Konsistenz und allem drum und dran ganz anders aus als das hier. Ich wollte euch diesen Vergleich gerne einmal zeigen im Video. Das hier ist ein Tier, was auf der Weide relativ mageres Futter hatte, Weidefütterung. Es schmeckt ein bisschen würziger, ein bisschen kräftiger. Dieses Tier ist ein bisschen älter geworden, es hatte in der Endmast mehr Körnermaisanteil und daher hatte es auch, weil es eine saftigere, kalorienreichere Endmast hatte, diese feinen weißen Pünktchen hier, das nennt man Marmorierung. Und das macht Fleisch besonders zart. Und natürlich wollen wir das Ganze auch probieren. So kann das Roastbeef im Ganzen als klassischer Medium gegrillter Braten aussehen. Es ist ein sehr, sehr königliches Stück und es ist jetzt hier basic zubereitet mit einer Pfefferwürzmischung. Und ihr könnt natürlich dazu leckeres Süßchen machen, eine Sauce Bernays. Und es gibt so viele geile Soßen zu diesem Klassiker. Ich möchte es jetzt hier für euch einfach mal pur probieren. Schneid mal eine Scheibe davor weg. Wunderbar. Kerntemperatur 58 Grad jetzt in diesem Fall. Das Ganze wird natürlich probiert. Oh. Ein Traum. Das zerfällt im Mund. Dieses Stück hat es mit Fug und Recht verdient, ein Steak-Klassiker geworden zu sein. Saftig und zart. Ganz, ganz tolles Stück. Ich wünsche euch guten Appetit. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen. Schaut gerne mal in unsere anderen Fleischwissen-Videos oder auch Rezeptvideos, wenn ihr Lust habt auf Rezepte und Beilagen. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Bis zum nächsten Video.